Bist du bereit? Ich bin aufgeregt. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frankenberg TV. Heute mit der zweiten von insgesamt drei Schwestern. Und ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ne, die sehen halt alle echt gut aus. Und jetzt könnt ihr euch selber ein Bild davon machen und euch davon überzeugen, dass ich recht habe. Du Schamöer. Danke. Ja, bitte. Ja, und in den letzten Folgen haben wir immer wieder mal den hier sagen hören, wir müssen mal das Thema Ziele, ja, wie findet man Ziele, wenn man keine hat, woher weiß ich, was ist das richtige Ziel für mich, oder noch größer gedacht, ja, wie findet man eine Perspektive, wenn man keine hat, ja, und dann auch die richtige für sich. Und in diesem Zuge habe ich gesagt, ich glaube, als ich mit der Josie im Interview war, hier müssen wir mal einen richtigen Business Coach herholen. Da ist er! Doch, sie da eine Business Coachöse, wie nennt man das weibliche in der Genderwelt? Coachette? Eine Business Coachette. Eine Cis Coach. Entschuldigung. Okay. Ja, okay. Dann erstmal, liebe Angela, herzlich willkommen bei Frankenberg TV. Es ist eine Riesenehre und Freude, dass du hier bist. Ich danke dir. Und ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön. Und wenn du möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn wir dich ein bisschen kennenlernen. Magst du dir vorstellen, was machst du? Wer bist du, was machst du? Ich bin die Angela Kurilas-Schneider. Ich bin seine Schwester, promovierte Neurobiologin und Business Coach. Ich lebe in Oldenburg, habe eine Tochter, wohne auf meiner Villa Kunterbunter am Wald. Ich bin in der Personalentwicklung tätig. Dort schwerpunktmäßig in der Führungskräfteentwicklung und habe auch noch mein kleines selbstständiges Unternehmen, Kurilas Coaching und Training. Und dort mache ich überwiegend Zeit- und Selbstmanagement-Seminare und halt eben auch Einzelcoachings. Und was verbindet dich mit Frankenberg? Du kommst ja von weit weg. Ja, Frankenberg, da bin ich auf die Edertal-Schule gegangen. Und in die Disco, in Seven, wie heißt das heutzutage, und Regenbogen, Pascha, das waren meine Zeiten, genau. Cool. Ich habe hier geknapst. Also, ist quasi eine einschlägige Frankenauerin, Frankenbergerin, Battenbergerin, wir haben ja überall zusammen gelebt und gewohnt, ne? Und gewütet. Und was verstehst du unter Erfolg? Was bedeutet für dich ein gelingendes Leben? Ein gelingendes Leben ist für mich ein Leben, das, bei dem ich herausfinde, was ich will und dann auch Wege finde, dahin zu kommen. Die Materialisierung meiner Träume, das ist für mich mein gelingendes Leben. Okay, klingt sehr spannend. Und neurobiologisch betrachtet, mich überwiegend wohlzufühlen. Okay, coole Definition. Ja. Okay, dann kommen wir doch direkt zu deiner Botschaft. Was hast du denn? Wir können es ja schon lesen. Du hast es ja sehr kreativ gemalt. Sie hat ja auch immer hin und wieder Einsen in Kunst. Ja. Magst du uns ein bisschen was zu deiner Botschaft sagen, die du uns mitgebracht hast? Ja, meine Botschaft ist an mich selbst und an alle anderen, sei immer mutig. Nein, nicht sei immer mutig, aber tu dir selbst den Gefallen, sei mutig, offen und neugierig. Und zwar nicht nur im Tun nach außen, sondern vor allen Dingen im Umgang mit dir selbst. Okay. Die Josie hat Ähnliches gesagt. Sei immer ein bisschen freundlicher als nötig. Sie meinte, sei immer ein bisschen ehrlicher. Und du bringst das Ganze noch in Richtung zu dir selbst. Okay. Okay. Das heißt, ich kann es mir nicht verkneifen, aber hast du irgendwie einen Tipp, wie mache ich das im Alltag? Also wann merke ich denn, wann ich es nicht bin? Wann bin ich nicht mutig? Wann bin ich verschlossen? Wann bin ich nicht neugierig? Ja, also fangen wir mal bei mutig an. Mutig sein bedeutet für mich, jetzt nicht so auf Teufel komm raus, Mutproben zu bestehen oder so etwas, sondern sich selbst mutig anzuschauen. Und zum Beispiel Ängste.
Ängste sind ja etwas ganz Wichtiges, so aus Sicht des Gehirns. Also ich gucke mir das alles auch immer aus Sicht des Gehirns an. Und aus Sicht des Gehirns ist eine Angst etwas sehr Wichtiges und Essentielles. Und es ist aber für uns jetzt so, die wir so den Alltag verbringen, etwas total Blödes. Ja. Und mutig zu sein und sich solche Sachen zum Beispiel anzuschauen. Ängste, wovor habe ich Angst? Und sich die Angst anzuschauen und irgendwie greifbarer zu machen. Dann wird die nämlich handelbarer und kleiner und dann kann man sie auch überwinden. Oder ich will gar nicht von Ängste überwinden reden, sondern von sie sich nutzbar zu machen. So ein bisschen sie sich an die Seite zu stellen als Berater und dann mutig nach vorne zu gehen. Genau, also den Mut zu haben, die Ängste, also sich selbst anzuschauen und dann über den eigenen Schatten zu springen. Cool. Ich erinnere mich, in der zweiten Folge hatte Cedric so in so einem Zusammenhang gesagt, ja, dieses Mutigsein, die eigenen Schwächen und so weiter, richtig angucken, sich den stellen und dass das alles andere als schwach sei in dem Zusammenhang. Genau. Okay, sehr cool. Und dann, was meinst du mit dem Offen? Mit Offen meine ich auch wieder das nach außen offen zu sein natürlich und sich zu zeigen. Wenn du gesehen werden willst, musst du dich zeigen, hat ein kluger Mensch mal zu mir gesagt. Aber vor allen Dingen offen zu sich selbst, also offen im Sinne von ehrlich, sich so, selbst ja. gegenüber zu öffnen, also klingt ein bisschen spirituell, esoterisch vielleicht, aber damit meine ich nichts anderes als mir fällt noch keine bessere Beschreibung ein, als sich selbst. Ich muss noch drüber nachdenken. Es ist ja auch ein schwieriges Thema. Also es ist echt ein schwieriges Thema. Deswegen fand ich es halt auch so cool, als die Josie hier diesen Prozess bis hierhin auf jeden Fall gemacht hat, dass ihre Botschaft auch war, in einem bestimmten Sinne, und das auch noch nach außen getragen hat. Und sie war bereit für erhebliche Veränderungsschritte. In ihrem Fall war sie bereit, echt für eine längere Zeit Tagesklinik zum Beispiel zu machen. Also da habe ich fetten Respekt vor, weil das würde mir echt Angst machen. Ich nehme ja ein Stück weit aus meinem normalen Leben raus. Völlig andere Tagesabläufe. Ich weiß, ich stelle mich jetzt über einen längeren Zeitraum meinen Ängsten und Schwächen und so. Ist es sowas? Kann man das auch sagen, dass ich offen bin für ja, Switch, Veränderung? Genau, also das gehört also das auf jeden Fall, dieses open-minded, ne, also offen zu sein mit seinen Sinnen und seiner inneren Einstellung und auch bereit, was Neues zu machen und auch zu wissen, da sind wir dann wieder bei mutig, Veränderungen und neue Sachen sind aus Sicht des Gehirns immer erstmal blöd und machen Angst. Ja. Das Gehirn möchte gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Und da offen zu sein und deswegen auch dieses neugierig zu sein, das ist so eine wunderbare Brücke hin zu dem Neuen, neugierig zu sein, weil du das der Angst so schön entgegenstellen kannst. Also wenn du auf der einen Seite die Neugier hast, auf der anderen Seite die Angst und mit den beiden über diese Brücke ins Neuland gehst, das ist sehr hilfreich. Neugier klingt dann richtig positiv schon und oft hat man ja gar nicht, wenn man wirklich in einem tiefen Tal ist und so, ich sag mal so Depri unterwegs, ja, völlig ziel- und planlos, dann ist ja gerade schwierig, sich irgendwie tatsächlich, dazu müsste man ja eine positive Vorstellung von dem möglichen Neuen entwickeln, das ist ja super schwer. Ja. Das mit den Tälern und Depressionen und Burnout und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit und diesem ganzen... Was immer mehr wird. Genau, damit kenne ich mich auch aus, weil das gehört für mich zu so einem Leben dazu. Ja. Also jetzt nicht pauschal, in meinem Leben meine ich jetzt, in die meiner Höhen und Tiefen, Erfahrung. Wie die Christine das auch gesagt hat, ja, das Leben hat Höhen und Tiefen, ja, es geht auch anderen so... Und ich sehe das aber als jetzt nicht schlecht an, sondern das ist für mich so eine runde Sache. Das ist für mich halt die ganze facettenreiche Skala von Vitalität. Ja. Sowohl die
tiefen Tiefen, also die brauche ich auch. Ich brauche doch das Abtauchen und da komme ich immer mit irgendeiner Perle da raus. Und, genau, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich so drei Fäden in meinem Gehirn. Ich verliere sowieso immer den Faden. Ja. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass diese drei Sachen, so wie du sie rüberbringst, total eng verstrickt sind. Das eine das andere bedingt und bedarf und zu dem einen führt. Und dass es so ein Gesamtpaket gibt. Ja, obwohl das ja jetzt nur ein kleiner, so die vorderste Front ist. Dahinter kommt ja noch viel mehr. Dann will ich, also wir haben ja im Podcast noch genug Zeit, aber ich würde gerne nochmal, nehmen wir nur das Wörtchen Ziel. Mhm. Also, wie machst du das selber oder wenn du deine Klienten hast und die haben so die Fragestellung, ach, ich weiß gar nicht, was ich will. Hast du auch gesagt am Anfang, was du unter Erfolg und gelingendes Leben verstehst? Ja, ich weiß, was ich will. Ich finde das heraus. Ich mache mich auf den Weg. Ich finde heraus, was ich will. Und dann fange ich an, das Ganze in die Realität umzusetzen. Aber wie machst du den ersten Schritt? Ich werde jetzt der Klient, der bei dir sitzt und sagt, ja, ich habe zwar Kohle, ich schmeiße dich dazu. Was ist dein Tagessatz nochmal? Ich will ein ganzes Tagesseminar haben bei dir. Was ist dein Tagessatz? Was muss ich lassen? Also ein Seminar ist ja noch mal was anderes als ein Einzelcoaching. Okay, mit einer ganzen Truppe komme ich, buche sie. Also warum ich das sage, weil sie hat, ich glaube 2013 hast du deine Coaching-Ausbildung gemacht und jetzt sind wir 10 Jahre später. Du hast auch als Mama Stück für Stück halt deine Selbstständigkeit auch aufgebaut und hast jetzt normales Berufsleben, Mutterdasein und die Selbstständigkeit. Und das alles unter Anwendung all deiner Techniken und Überzeugungen und natürlich deiner Ausbildung und noch zusätzlich gepackt dein ganzes neurobiologisches Wissen. Und ich wollte extra mal sagen, wo hast du dich mittlerweile, du hast ja bei null quasi angefangen, wenn man jetzt an das Coaching nur denkt und die Selbstständigkeit, wo stehst du jetzt, wenn ich meine Freunde alle mitnehme, die sind völlig ziel- und planlos, ja alle völlig verpeilt und keine Perspektive, kommen wir zu dir und sagen, hier, Kurilas Coaching und Training, also wir hätten gerne wir kommen nach Oldenburg. Das sind ja dann Firmen, die zu mir kommen, ja, Privatleute, das ist dann nochmal was okay, anderes. Ich bin, und da war ich dann auch einfach irgendwann mal so mutig und ehrlich auch mir selbst gegenüber. Dazu gehört auch zu gucken, also jetzt gerade, ich habe meinen Teilzeitjob, ich habe mein Mutterdasein und ich möchte meine Selbstständigkeit bewahren und ich liebe es, diese Seminare zu geben. Und das andere ist über Bildungsträger, das ist dann ein bisschen günstiger. Aber wenn eine Firma kommt, dann bin ich aber auch so mutig, das zu fordern oder ne, was ich halt brauche, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin. Und dann bin ich auch immer neugierig, ob die das bezahlen. Und das tun sie tatsächlich. Und mittlerweile bin ich ganz mutig bei 2.200 Euro. Und ich habe das jetzt nicht viel Geld. Ja, vor allem, wenn man den Prozess mit erlebt, auch im Gespräch mit dem Anton, sind wir im Podcast darauf eingegangen, ja, der sehr erfolgreich auch ist, auch in finanzieller Hinsicht, ja, und der Göksel auch, und irgendwie kommt oft zu kurz, dass das ein langer Weg war mit 10 Millionen Rückschlägen und immer weiter und wieder aufstehen, ja, auch so zum Thema Tief und also Höhen und Tiefen und so, und dass das halt dazugehört. Genau. Aber wenn man dranbleibt, wenn es das Richtige was ist für einen. Was eine Sprunghaut macht einen nur noch härter, ne? Stärker, meine ich. Man müsste halt wissen, was. Und, ja, und da noch genau, eine Frage. Genau, das war ja deine Frage. Also dann, ich habe dann immer gerne so dieses Bild in meinem Kopf. Wenn da also jemand ist, und so fühle ich mich oft selbst, deswegen habe ich, also ich habe ja auch, die Zeichnung, die könnte man jetzt zum Beispiel welche? Einblenden. Mit der Mauer. Ja, okay. Manchmal fühlt man sich halt wie eine, da ist eine Mauer, dann sagt man, ja, was willst du? Ja, weiß ich doch nicht. Man hat nur diese Mauer vorm Kopf und weiß, was man auf jeden Fall schon mal nicht will. Das ist übrigens auch ein guter erster Schritt. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann guck dir an, was du nicht willst. Das hilft schon mal, um ganz viel rauszusortieren und ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und im Zweifel hast du ganz viele Ziegelsteine deiner Mauer dann schon mal weggedacht. Und dann ist es höchst attraktiv und interessant, mal neugierig, so zu gucken, was ist denn hinter der Mauer. Und da ist es oft für einen selbst, wenn man so direkt vor der Mauer steht, schwierig über die Mauer zu gucken. Da braucht man manchmal jemanden, der einen überhaupt darauf hinweist, hier,
Das ist auch eine andere Seite, nochmal eine andere Perspektive ein. Und dann mache ich zum Beispiel sehr gerne eine meiner Lieblingsmethoden, die ich auch für mich selbst anwende, ist, wenn ich merke, ich bin vor so einer Mauer und habe keinen klaren Blick, bin also auch nicht offen, dann mache ich diesen Perspektivwechsel. Das ist eine sehr schöne Methode. Dann kann ich zum Beispiel, du hast jetzt hier keine Zimmerpflanze, das geht mit Zimmerpflanzen. Ich könnte die Kamera fragen, ich könnte mir vorstellen, was würdest du sagen? Oder ich gehe auch gerne in den Dialog mit meinem Gehirn. Und dann... Ich brauche meine Pflanze, meine Kamera. Genau. Und dann beschreibe ich quasi aus der Sicht von der Zimmerpflanze. Was könnte denn jetzt so mein Ziel sein? Oder überhaupt erstmal da, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Das klingt voll abgefahren crazy. Total. aber eigentlich ist es ganz banal und rein physikalisch begebe ich mich im ersten Schritt, wenn ich also wissen will, wo ich hin will, muss ich erstmal gucken, wo bin ich denn eigentlich gerade jetzt? Und da hilft es ganz banal mit den Sinnen, die uns so zur Verfügung stehen, die ja so die Türen zwischen mir, die Fenster zur Welt, das bin ich. Ich habe meine Sinnesorgane, damit kann ich die Welt wahrnehmen. Und mich selbst. Und dann ganz einfach mal zu gucken, wo bin ich denn gerade? Was sehe ich? Was höre ich? Was da komme ich auch spüre ich? Zur Ruhe. Das fühle ich. Genau, das ist ja auch so eine schöne Übung, die man aus der Psychologie. Und dann erstmal sich beschreiben, beobachten, was ist. Das ist doch voll langweilig. Ich will doch endlich mein Ziel wissen. Ja. Sag ich der ungeduldige Michael. Genau. Dann sag ich... Oh Mann, das ist ja kaum auszuhalten, die Ruhe. Dann sag ich, also erstmal sag ich dir ja gar nicht, was dein Ziel ist, sondern ich versuche dich deinem Gehirn die Gelegenheit zu geben, dir zu sagen oder mit dir zusammen, dass du mit deinem Gehirn, dein Gehirn ist, ich liebe dieses Gehirn, da brauchen wir einen ganzen Podcast drüber. Okay. Denn du hast ja auch sowieso drei Gehirne. Da passt der Bonelli ja auch ganz gut zu, obwohl der von anderen drei Gehirnen spricht. Aber ich würde da jetzt wahnsinnig gerne in die Tiefe gehen. Aber ich würde, wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde, dann würde ich dich einladen, dir diese verschiedenen Gehirne zum Beispiel mal anzugucken. Aber da das muss mich jetzt mal bremsen gerade. Jedenfalls merke wir ich ja für mich schon... konkret werden. Bitte? Wir wollen ja auch konkret werden, ne? Die Gehirne? Die auch. Achso, wir wollen konkret ja, werden. Ja, genau. Ja, ja. Also ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal mit, dass wenn ich wissen will, Ziele, Perspektiven für mich die richtigen, dann habe ich eben schon gemerkt, wie ich mich dagegen wehre, ich müsste jetzt zur Ruhe kommen. Ein Schritt war Sinne anschalten, wahrnehmen, wo bin ich und so. Und mehr dahin finden, wo ich jetzt halt tatsächlich gerade in meinem, dann wahrscheinlich auch übertragen in meinem Leben bin. Wahrscheinlich denke ich da nicht nur, ja, ich bin hier im Raum, da ist die Wand, sondern ja, ich habe eine gute Beziehung hierzu, von der Arbeit läuft es ganz gut, da und da stört mich was, wahrscheinlich kommt das dann so nach und nach. Das beschäftigt dich so den ganzen Tag. Und dann irgendwann, was will ich denn eigentlich nicht mehr, ja, und... So, und dagegen wehre ich mich schon, weil da müsste ich mir Zeit nehmen, zur Ruhe kommen. Uiui, ist das langweilig. Mhm. Aber diese Arbeit lohnt sich, sich da durchzukämpfen. Absolut. Und deswegen sind manche Menschen bereit, dich nicht nur in der Personalentwicklung, sondern auch konkret im Coaching, in den Seminaren mit äußerst gut zu entlohnen. Da hast du dich ja hingearbeitet mit genau dieser Technik, da wiederholen wir uns wieder. Du sitzt dann also wirklich da zu Hause, bevor du da irgend so ein Seminar machst und ja, wo fange ich an? Wie berechne ich meinen Stundenlohn? Zack, zack. Sitzt da und... Also vor einem Seminar sitze ich ja nicht und überlege mir den Stundenlohn, sondern vor dem Seminar überlege ich mir ja, wer kommt denn da? Und obwohl ich mir das mittlerweile ja alles nicht mehr überlege, sondern ich mache das halt jetzt mittlerweile einfach mit. Ich habe mein Repertoire an Dingen und dann gucke ich mir die Leute an und bemühe mich, denen dann das zu geben,
was sie brauchen. Und meistens wollen sie halt, also viele wollen gerne einfach nur berieselt werden mit, gib mir was und dann gehe ich schlau raus. Ja. Das funktioniert aber nicht. Und das merken die aber auch sehr schnell, dass ich gerne sie immer wieder dazu einlade, ihr eigenes Thema mit rein zu, sich selbst damit reinzutun und wenigstens mit einem handelbaren Thema. Also jetzt nicht vielleicht mit dem schwersten Lebensthema, aber damit sie ein Gefühl dafür bekommen, wie fühlt sich das an, wenn, also jetzt zum Beispiel dieses einfach mal beobachten, was gerade ist für eine Situation, wenn ich da an den Adlerflug denke, ne? Oder mhm. dieses aus der Vogelperspektive schauen. Das ist so nützlich, dass das, das ist, wenn man das erste Mal macht, ist das vielleicht mühselig und dann muss ich mir so einen Zettel nehmen und einen Stift und mich da in die Mitte malen und drumherum alles, was mich beschäftigt, Personen, Dinge und so weiter. Das ist vielleicht beim ersten Mal mühselig, beim zweiten Mal auch, aber irgendwann machst du es einfach automatisch im Kopf und okay. kannst dich jederzeit auf so eine Vogelperspektive, auf deine eigene Metaebene bringen und auf deine Situation schauen und dann weißt du auch, stehe ich gerade auf dem Berg und habe einen schönen Überblick, bin ich gerade in einem Tal und sehe gar nichts, dann hilft dir vielleicht auch mutig daran zu glauben, dass nach dem Tal auch wieder ein Berg kommt und dann auszuhalten und innezuhalten und zu verstehen, dass das nur eine Phase ist und in der man vielleicht gerade nicht entscheidet, weil gerade eins deiner Gehirne, also ein Gehirnareal aktiv ist, was halt eben angstgesteuert ist und in diesem Modus ist es dann klug, keine Entscheidung zu halten, zu fällen, sondern das eben auszuhalten und genau, und dann kann man halt damit lernen, ne? Also mein Wunsch immer in den Seminaren ist, ich wünsche mir für jeden einzelnen Menschen, dass er sich eine einzige Sache dann durch die Tür, wenn er dann das Seminar verlässt, eine einzige Sache mit rausnimmt und damit aber auch wirklich was macht. Ja. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Leute, und darum geht es eigentlich, im Grunde ist so ein Seminar ein abgespeckter Coaching-Prozess, erstmal, die meisten wissen nicht, was sie wollen. Und mittlerweile habe ich auch keine Lust mehr, die Zeit mit smarten Zielformulierungen zu verplempern, die alle nur nerven mittlerweile. Aber es ist nützlich, es ist gut. Smarte Ziele oder wie auch immer sie heißen, Pass-WM und was es da alle für Bezeichnungen gibt. Zieldefinition ist wichtig. Aber es genügt manchmal erst, wenn man merkt, das nervt mich, dann kann man mal mutig auf die smarte oder sonstige Formulierung verzichten und einfach mal, man muss es ja auch noch gar nicht formulieren, sondern sich hier mutig und offen darauf verlassen, das Gehirn wird schon wissen, wo, ich muss halt nur gucken, wo ich hin will. Ich muss mir irgendwie einen Anker schon setzen, ich muss in irgendeine Richtung schauen und dann kann ich deswegen ist es mir so wichtig, wenn die Leute kommen, sie sollen wenigstens ihre Erwartung an das Seminar, sie sollen in irgendeiner Form sagen, warum habt ihr euch eigentlich angemeldet? In dem Moment, wo ihr entschieden habt, hinzugehen, welcher Gedanke war das? Erinnert euch daran. Also damit so eine innere Open Mind, ne? Damit das Gehirn, der Hippocampus geöffnet wird, ja. dass die Informationen, die dann nützlich sind für einen selbst, aus diesem ganzen Tagesseminar, ganz individuell rausgefiltert werden und am Ende so trichtermäßig eine Sache übrig bleibt, die vielleicht nutzen können, weil sie fühlt sich vielleicht gut an oder so. Und dann nimmt man eine einzige Methode mit und sei es eine ABC-Methode oder eine, wie nutze ich meine 100-Bit-Methode oder wie auch immer. Oder die Adlerflug-Methode, die ich gerade genannt habe. Adlerflug hat Cordula Nussbaum das, glaube ich, genannt. Zumindest habe ich da den Begriff Adlerflug. Ganz auch einfach. Also und so weiter. Und ja, dann geht man da raus mit einer Sache und die muss man aber auch machen. Okay. Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Puh, ich habe mich gerade ein bisschen ereifert, ne? Es ist, ich finde, eins der wichtigsten Themen, also ich meine, Gesundheit und so weiter ist wichtig, aber ich glaube ja, dass ein klares Mindset und was will ich, ist ja eine Voraussetzung für eine gute Gesundheit. Ich schaff's zum Beispiel, mich nicht als Nichtraucher zu visualisieren. Ich schaff's nicht. Oh, da ich kann weigere ich mich auch so, direkt eine Geschichte. Aber ich jetzt mal weg von mir. Oh. Das Video ist natürlich jetzt wieder ein bisschen länger geworden. Oh nein. Wir merken schon, ist ja nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier eine erfahrene Business-Coach-Frau sitzen, die zahlreiche schwierige Ziele und
erstaunliche andere Dinge noch in ihrem Leben mit bestimmten Methoden erreicht hat. Und ich würde total gerne, vielleicht können wir dann nämlich das so nach und nach ein bisschen besser noch verstehen. Ich glaube aber, dass es mit einem kurzen Video ein bisschen schwierig wird. Und ich finde es einfach ein total wichtiges Thema. Und deswegen würde ich jetzt für dieses Video zum Ende kommen, mit dir im Podcast nochmal genau hingucken. Ja? Ich würde dich auch gerne fragen, wie bist denn du dazu gekommen, da Coaching, ich weiß, eine Coaching-Ausbildung, ja, eben noch die Biologin und so. Und jetzt bin ich mal, wie ist dieser Prozess denn in deinem Beispiel gelaufen? Ja? Und da nochmal reinzuhorchen und dann vielleicht noch ein paar echt abgefahrene andere Sachen, die dann so passiert sind. Das ist Magic. Echte Magic, aber eigentlich reine Physik. Nachvollziehbar, strukturiertes Verhalten, zielgerichtetes. Und das müsst ihr euch reinziehen. Deswegen, ich kann jedem nur empfehlen, richtig cool wird's erst recht im Podcast. Okay, Angie, hast du noch zum Abschluss etwas, was du den Leuten sagen möchtest? Oder möchtest du vielleicht noch jemanden grüßen? Deine Tochter vielleicht? ich würde gerne so viel sagen. Ich würde gerne wegen der Zielgeschichte, weil es ist so unglaublich frustrierend, wenn man nicht weiß, was man will und das Ziel nicht einfach dann mal so definiert. Und vielleicht kann man ja einfach mal mutig sein und sagen, okay, ich habe gerade kein Ziel, ist nicht schlimm, fühlt sich doof an, auch gut, dann ist es, wie es ist. Und dann mal neugierig zu gucken, mal gucken, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe in meinem Leben, vielleicht ist da das Ziel, und vielleicht komme ich da meinem Ziel ein bisschen näher. Also okay. Schritt für Schritt, nachsichtig sein. Und das einfach anzunehmen. Achso, Ziele suchen, ja. Ohne Druck, jetzt ja. Habe ich es verstanden. Okay. Ja, ist doch nicht schlimm, wenn ich mein Ziel noch nicht habe. Dann gehe ich trotzdem einfach weiter. Und dann kann ich ja Schritt für Schritt überlegen, gehe ich mit dem Schritt jetzt in diese Richtung oder in die? Es ist völlig, also es ist egal, es muss sich nur gut anfühlen. Okay. Ah, und die Botschaft hier auch noch hier. I love you, but I love me more. Sei mutig und lieb dich einfach irgendwie so gut es geht. Selbst. Also ich meine jetzt auch. Okay. Nee, wunderbar, wunderbar. Liebe Angie, ich danke dir vielmals, dass du hier warst und hier bist. Ja, und ja, ich freue mich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, in deinem Fall freue ich mich wirklich richtig, richtig auch auf den Podcast. Ja. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wer sich weiter mit dem Thema Ziele, das richtige Ziel für sich finden, mal ein paar Beispiele aus einem Leben anderer, die sich mit der echten Methodik, die dahinter steht, den ganzen Gehirnkram, der da noch mit dazugehört, richtig tiefgehend auseinandergesetzt hat und absolut Magic-Krams hervorgebracht hat, unbedingt in den Podcast reinhören. In diesem Sinne, erstmal vielen Dank bis hierhin. Ich danke. Und wir hören uns gleich im Podcast. Und wir hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Oh, ich habe mich auch festgehalten, damit ich mich ein bisschen konzentriere. Gut.